Hallo und herzlich willkommen in meinem E-Dice. Wir haben das erste Mal geladen. Wir sind gefahren 280 Kilometer, reine Startfahrt, wobei wir das Auto natürlich hergezeigt haben und jede Menge Kickdowns durchgeführt haben. Das ist einfach unbeschreiblich und demnach haben wir natürlich mehr verbraucht und sind runtergefahren bis 18%, haben insgesamt einen Verbrauch von 13,7 bei diesen 280 Kilometern erzielt. Und das ist eigentlich schon beachtlich für das Auto, weil BMW gibt die Alltagsreichweite mit 260 Kilometern und wir sind 280 gefahren, trotz wir Strom gegeben haben. Prinzipiell fahre ich immer ein Eco Pro, weil da gibt es für mich keine Abstriche, fahre ich ganz normal, beschleunigt genauso. Und ja, das war das kurze Video. Also 280 Kilometer, 13,7 Kilowattstunden verbraucht. Und wenn die Kickdowns weggefallen, wären wir viel weiter gefahren. Aber so einen Test werde ich noch machen. Ganz gemütlich. Ein Video habe ich schon gesehen auf YouTube. Der Mann ist 411 Kilometer in der Stadt gefahren. Und das kann man schon machen, weil Rekuperation ist ja fantastisch bei dem Auto. Und die Reichweitenanzeige ist teilweise lustig, weil ich bin zum Beispiel gefahren mit 298 Kilometern in der Früh in die Arbeit, das sind 6 Kilometer, dann bin ich nach Heiligenstadt gefahren, keine Ahnung wie viel das sind, 15 Kilometer und auf halber Strecke habe ich auf einmal statt 298 beim Wegfahren 320 gehabt. Also Eco Pro immer gemütlich. Ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Ne Wochenduft. Bis zum nächsten Video. Dankeschön.